Moin Leute, und weiter geht's hier mit Need for Speed Rivals. Und ja, unsere Ziele, zwei Kopf-an-Kopf-Events gewinnen und Gold bei einem 3-Sterne-Event. Ich weiß gar nicht, sollen wir eigentlich als erstes mal das Frustrierendste machen mit diesem 3-Sterne-Event? Wir hatten hier nämlich schon mal eins gesehen. Das ist 2, das haben wir auch schon geschafft. Irgendwo hier hatten wir doch so ein 3-Sterne-Event. Ich weiß gar nicht, wenn wir hier mal kurz die Karte... Rennen. 2, 2, 1. 1, 2. Irgendwo habe ich eins gesehen. Troll Pass. Den haben wir ja schon gemacht. Da, Fork Tongue Trail. Dann würde ich sagen, machen wir den mal und dann gucken wir einfach mal, wie hoch das Niveau da ist. Wir haben ja eigentlich ein ganz gutes Auto. Was ich bei dem nicht ganz so gut finde, ist, dass die Höchstgeschwindigkeit, ohne dass wir jetzt ein Turbo einsetzen oder Nitro, bei 250, das ist echt ausbaufähig. Also da kann man auch einen Golf fahren, der schafft das dann auch schon fast. So, jetzt geht's aber erstmal los. Das nächste Rennen. Und 1, 2, 3, 4, 5 Gegner. So, damit wir da erstmal auf gleicher Höhe sind, müssen wir erstmal den ersten Turbo mitnehmen. Alter, was ist hier los? Kreuz und quer alles. Aber wir sind vorne dran. Ach, verpiss dich. Der will uns hier jetzt noch ein EMP hinterherhauen. So ein Arschloch. So, komm, Turbo. Alter, es ist dunkel gewesen. Oh, das sind noch alle richtig schön verteilt. Und diese Stimme von diesem Polizisten, die kommt mir so bekannt vor. Das ist, glaube ich, der gleiche wie bei Lego Marvel Super Heroes, der uns immer hier die Befehle und Questziele gibt. So, 1,9 Kilometer noch. Ich zünd noch mal einen Turbo. Es sieht da nämlich relativ... Ah, guck, der ist noch am Aufladen. Den müssen wir gleich auf jeden Fall zünden, sobald er verfügbar ist. Ein Kilometer nur noch und jetzt hier Serpentin. Das ist natürlich auch nicht so toll. Und? Kumpel, macht keinen Scheiß hier. Yes, haben's geschafft. Boah, aber was das? Wie knapp war das denn bitte? Also, das gleich auf Anhieb, 3-Sterne-Event. Und dann können wir hier eigentlich gleich mal gegen den anderen hier, da haben wir schon mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was wir starten können, können wir gleich mal weitermachen. Ach shit, und jetzt ist unser Auto auch noch kaputt. Vielleicht hätten wir doch vorher nochmal in die Werkstatt fahren sollen. Ja, jetzt können wir uns nicht mehr so viel erlauben. Der vorne hier, der ist schon mal gut aufgeladen, da sollten wir auch aufpassen.
So, da haben wir unsere Werkstatt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dieser Typ schlägt voll auf Gas. Ich verfolge ihn. Zentrale, kriegen wir Straßensperren? Over. 10-4, Straßensperre ist in Position. Alle Einheiten, Straßensperre gescheitert. So, und der Typ ist jetzt noch mehr am Arsch als wir. Der 14 an alle. Sind über dem Ziel 44 und haben ihn in Sicht. Auch wenn der mit kaputten Reifen schneller fährt als wir. Ich glaube, der hat auch nur zwei kaputte Reifen. Alter, und gleich wieder die nächsten vom Heli. Bremst ab, träum weiter. Das Problem ist, der vor uns ist noch ein bisschen schneller. Es sind nur noch 2 Kilometer. Und ich nehme jedes Nagelband mit. Zentrale Verdächtige hat mindestens einen Reifen verloren. 11:25 hat das Ziel nicht gestoppt. Verfolgung geht weiter. So, jetzt haben wir unseren Kollegen hier zumindest schon mal kaputt gemacht. Jetzt müssen wir uns nur noch mal ganz kurz ins Ziel retten. So, hier ist die Werkstatt. Und jetzt voll auf die Tube geben, drücken und dann ab ins Ziel. Control, verdächtiges Fahrzeug gewinnt Abstand. Sind immer noch Code 3. Alter! Code 3 Verfolgung, wir brauchen zusätzliche Einheiten. Kontakt zum verdächtigen. So, das ging ja auch wieder zügig. 6 Minuten und wir haben hier schon 2 Aufgaben fertig. Das geht ja mal richtig flott. So, dann würde ich sagen, wimmeln wir die mal ab. Und dann suchen wir uns gleich den nächsten Racer fürs Rennen. Control, ich brauche Lufteinheiten. 10:37 Anforderungen. Einheit im Anflug. Der Typ zieht davon. Control, haben wir noch freie Einheiten? Hey. Viel Spaß beim Hinterherkommen. Straßensperre gescheitert. Racer noch auf der Flucht. Wir haben Sichtkontakt zum Racer. Alle Einheiten, Achtung, können das Ziel nicht mehr sehen. So, dann haben wir es schon mal gepackt. Und jetzt haben wir so einen schönen Multi hier auch. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, fahren wir einfach mal weiter und dann suchen wir uns mal unser nächstes Opfer auf der Straße. Ja, mal 8 ist schon mal ein netter Multi, ne? Und da haben wir auch gleich unser nächstes. Unseren nächsten Kollegen, mit dem wir hier mal ein schönes Rennen machen können. Hier 2 Charlie 7. Verfolge Fahrzeug mit hohem Tempo auf Eastwood Drive. An alle. Einheit verfolgt verdächtigen Code 1054. Alle Offices in der Nähe. Oh, haben wir da noch eigentlich. Ah, okay. Hat gezählt, dass wir hier links rumgefahren sind. Das war jetzt alles andere als eine Abkürzung, aber wir haben jetzt hier auch keinen Punkt, keinen Kontrollpunkt verloren, weil es nur einen gibt im Ziel. Jo, warum auch nicht? Einfach mal den Berg hier hoch. Alter, das hat mal richtig gescheppert. Aber wir sind immer noch vorne, aber der Kollege ist direkt hinter uns, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Verdächtiger sucht Hindernisse auf die Straße. Alle Einheiten warm. Können wir Einheiten von Einsätzen abziehen und die Straßensperre bilden lassen? Alle Verfolgereinheiten, Achtung, Straßensperre in aktueller Richtung gebildet. So, 2,5 Kilometer geht's noch. So, ich glaube, wir sind hier ziemlich am Arsch, aber der andere, der hat auch ganz schön was zu tun. Ziel wiedergefunden, Verfolgung aufgenommen. Verdächtig hat meine Einheit getroffen. Verstanden, informiere Einsatzleitung. Fahrzeugschaden kritisch.
Scheiße. Na, das schaffen wir nicht. Ne, ganz knapp leider. Oh komm, wir sind schon beide gleichermaßen im Arsch. Hier haben wir zum Glück noch eine Werkstattamt. Da gehen wir gerade noch so kaputt. So ein Mist. Ah, in der Auffahrt zur Werkstatt und dann... Ah, das wäre so gut, wenn wir da jetzt wirklich durchgekommen wären. Dann wäre das Auto heil. Unser Gegner, der wäre dann kaputt. Wir hätten die Punkte natürlich behalten, den Multiplikator. Das war jetzt wirklich ein bisschen bitter, dass wir hier an so einer... Ja, eigentlich war das ja nur wie eine Leitplanke, dass wir da jetzt wirklich kaputt gehen. Schade, schade. Aber wir haben ja immerhin hier unseren Sieg beim 3-Sterne-Event und auch schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir hier vorne mal ganz kurz raus. Da sind da zwei Racer und die suchen wir dann mal auf der Straße. Und dann machen wir da nochmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ah, das ist jetzt schade. Das waren, ich weiß gar nicht, 150.000 wären das bestimmt gewesen an Speedpoints. Aber gut, die kriegen wir wahrscheinlich zum Ende hin noch dicke zusammen. So, sie ist irgendjemand auf der Map, sehe ich jetzt gerade gar nicht. Fahren wir mal hier auf den Highway. Da haben wir einen. So, diesmal haben wir den Blitzstart. Ach du Scheiße. Autsch. Ja, ist ein leichter Unfall. Mit dem Schrecken davon gekommen. Bam! Geben wir den nochmal einen mit. Soll der wehtun. Interessante Route, ne? Aber der Typ ist auch noch in unsere Bombe reingefahren, also das sollte jetzt eigentlich kein Thema mehr sein. Können wir jetzt hier entspannt zu Ende fahren. Und ab durchs Ziel. Schön. Dann würde ich sagen, geht's mal ab zum nächsten Unterschlupf und dann holen wir unsere nächste Speedlist. Nee, hier links müssen wir irgendwo hin. Ja, da vorne haben wir einen. Wunderbar. Immerhin 15.000 Punkte, ja, und ein Dreier-Multi ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht. Gut, dann holen wir uns gleich mal die nächste Speedlist ab, die wir dann in der nächsten Folge dann auch anfangen werden. So, Ranglackierung und ich glaube... Richtig geiles Auto. Ich weiß gar nicht, ein Lamborghini? Nee, ein Ferrari war das, glaube ich, ne, den wir bekommen. Schauen wir mal. Ja, ist ein Ferrari. Ja, sehr nett. Ich werde alles geben. Mehr als Fate geben kann. Ah, guck mal, das erste gefällt mir schon mal hier rechts. So, dann haben wir Verfolgung. Sie werden den Gegenschlag spüren. Ja. Fate jagt mich, ich jage ihn. Also das rechte hier, das sieht ziemlich entspannt aus. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Mehr als Fate geben kann. Also, 700 Meter springen. Da können wir uns ja hier über so einen Sprung, können wir ja 7 Mal rüberspringen, kein Problem. Schneller als 306 km, also schneller
ja, schneller als 306 km/h fahren für 10 Sekunden. Ja, ist auch sehr machbar. Und 6 Sekunden in einem Stück im Windschatten ist auch drin. Dann machen wir dann einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen und setzen uns da dahinter. Und so ein bisschen driften, das kommt ja auch immer mal bei so Serpentinen schnell mit rein. Und dafür gibt es einen Porsche 918 Spyder. Ja, wählen wir das mal aus. Und dann machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier bei Need for Speed Rivals und Lehrer Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Dauert nur eine Sekunde und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.